Auf der Schießsportanlage Schönholzer Heide geht es rund. Schließlich kämpfen bei der offenen Landesmeisterschaft des Schützenverbandes Berlin-Brandenburg und des Berliner Sommerbiathlonvereins 1991 die besten Sportler der Region mit dem Luftgewehr um den Sieg. Es ist ein schönes, gutes, faires Miteinander. Man kann sich auch gut austauschen. Es wird kritisiert, was alles richtig ist. Und es macht einfach Spaß, hier zu sein. Wer jetzt denkt, in der Hauptstadt werden die Skiroller herausgeholt, liegt falsch. Hier erstrahlt die Natur in voller Blüte, wo Laufen und Schießen eine harmonische Symbiose eingehen. Die Gewehre bleiben während des Laufens am Schießstand und werden nach jeder Runde zur Hand genommen, was dem Wettkampf eine einzigartige Dynamik verleiht. Dies erfordert von den Athleten ein außergewöhnliches Maß an Konzentration und Präzision. Beim beliebten Massenstart sind somit 5 Laufrunden und 4 Schießeinlagen erforderlich, 2-mal liegend und stehend. Aber wie ergeht es dabei eigentlich den Teilnehmern? Anstrengend. Es ist halt Wettkampf und man versucht dann doch im Wettkampf ein bisschen mehr zu geben als im Training. Einmal kurz durchatmen und weiter geht's mit der nächsten Disziplin, dem Target-Sprint. Was verbirgt sich überhaupt dahinter? 3x400 Meter, man kommt an, muss wirklich aus diesem Tempo heraus schießen, am besten alles treffen, wieder auf die Strecke gehen, wieder schießen und wieder auf die Strecke gehen. Zudem ist der Target-Sprint ein herausfordernder Einzelladerwettkampf, bei dem die Sportler lediglich 15 Schüsse haben, um alle 5 Scheiben zu treffen. Verfehlen sie dieses Ziel, bedeutet dies eine Strafzeit von 15 Sekunden in der Penalty-Box. Doch auf der Skisportanlage Schönholzer Heide zeigen die Teilnehmer heute keine Schwäche. Stattdessen erreichen sie mit beeindruckenden Topzeiten das Ziel. Vor allem der Tagessprint jetzt zum Ende hin hat mir sehr gut gefallen, dass ich so richtig Gas geben konnte. Die offene Landesmeisterschaft mag zwar Geschichte sein, aber die Saison im Sommerbiathlon geht jetzt erst richtig los. Wenn ihr euch für diesen besonderen Sport interessiert, dann ist jetzt eure Chance. Beim Berliner Sommerbiathlonverein 1991 könnt ihr euch ausprobieren und Teil einer lebendigen Community von Sportbegeisterten werden.